Autos. Menschen. Einfach Spaß. Was macht das Hühnfleisch drauf? Ja, wie ein Kind freust du dich doch auch, dass du es erfahren wirst. Das ist halt das, was ich mache. Willkommen auf dem Kanal der Extravaganz. Wir sind schon zu spät, aber das ist ja bei euch in Griechenland ist das ja bekannt. Hallo ihr Lieben! Haben wir schon. Siehst du eigentlich, wie viele wir online haben? Martin? Aktuell 4. Martin ist hier übrigens im Hintergrund. Der Mann, der gar nichts kann. Also der Kameramann sozusagen. Wollt ihr euch mal vorstellen? Martin, stell dich vor. Martin habe ich schon. Nein, Martin ist unsere gute Seele, dass hier alles funktioniert. Ton hoffe ich, Licht und Kamera. Du kannst auch was sagen. Geht's dir gut, Martin? Ja, ich hab ein Bier, das passt. Gut. War ich ein guter Ton. So, Janni. Ja? Ist übrigens der Chef, der ist auch schon wieder gerade aus dem Bild. Ist alles live. Ja, wir sind auf YouTube live, Janni. Ah, perfekt. So, stellt euch mal vor, ich bin hier eigentlich mal Gast. Hallo, stell dich mal vor. Ich stelle mich vor, ich bin die Liza, das ist Melli, unsere Freundin, die das für uns heute macht. Ja, wir sind hier in Bad Düben, beim geilsten jetzt, Griechen. Wo das beste Krautsalat und Tzatziki gibt. Ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich fast jede Woche hier bin, wenn ich die Schuhe arbeite. Und wir haben heute auch was ganz, ganz Tolles vorbereitet, nämlich, das hat man letztes Jahr schon, genau. Eine mega Verlosung, wir haben mega Preise. Gutscheine vom Griechen, für den Griechen. Genau, was haben wir? Kosmetikgutscheine. Gutscheine sogar 2 Stück für DTM. Für 2 Personen ist für das. Für 2 Personen am Lausitzring. Du hast gesagt, du behältst das selber. Ja, gerne. Hast du deinen Namen in die Box gelegt? Leider nicht. Ja, hast du Arschkarte, ne? Hast du Fehler entdeckt. Und geile Preise auch sogar Griechenlandreise. Man muss dazu sagen, ich habe meinen Namen gefühlt 800 Mal hier drinne. Also, es wird. Es stimmt. Ich bin eine Stunde vorher schon hierher gekommen und habe meinen Namen einfach 800 Mal auf so kleine Zettel geschrieben. Stimmt natürlich nicht. Aber wir haben ja. Gibt es noch irgendwas, was man sagen? Wann gibt es jetzt eigentlich Freisitz? Wann ist der auf? Der Freisitz, der sobald das Wetter wieder besser wird, genau. Dann ist alles geöffnet. Wir haben seit 2 Tagen mega Traumwetter hier. Guck mal, mein Hund ist aus, was mich so gelaufen. Ich lasse raus vielleicht. Nö, mir das da hinten was drauf. Und dann würde ich sagen, wenn wir frei machen, wir antrinken, frei Sitz antrinken. Machen wir, da kommst du nochmal. Wann dann denn? Machen wir das. Gibt es da einen festen Termin? Leider noch nicht. Wir machen noch ein paar kleine Veränderungen, ein bisschen schöner machen noch und dann. Ich finde den eigentlich mega. Aber ich glaube, wir können dieses Jahr so die eine oder andere Veranstaltung machen. Was können wir machen mit dir, Melli? Da haben wir eine schöne große Bühne. Wer hat den Gesang mit mir? Nein, nur mit dir, mit wem sonst? Wir sollten mal richtige Künstler einladen. Ach ja, du bist die Beste für uns. Deswegen bist du heute hier, weil du unsere Freundin bist. Also dieses Jahr im Sommer Beyoncé und ich. Also Beyoncé wird meine Vorband sein. So, was habe ich schüttel mal und dann ziehen wir einfach mal die ersten. Müssen die Leute ihre Gutscheine hier hoch abholen? Ja. Okay. Wie wir sind denn jetzt live? Sehen wir das? Ja. Martin ist schon hinter der Kamera eingeschlafen. Ich bin seinem Kopf schon bei 13 sind wir jetzt. Ja, naja, gut. So. Willst du den ersten? Soll ich den ersten? Zieh du mal den ersten. Bitte den ersten. So, ich hab den ersten. Was kriegt ihr eigentlich? Wie erfahren die das eigentlich, die jetzt nicht zu gucken, weil normale Menschen arbeiten um die Uhrzeit vielleicht noch? Hier steht die Telefonnummer drauf, Melli. Hier steht die Telefonnummer mit der Name. Also können wir rufen da an.
Wenn wir richtig Glück haben, also darf ich eigentlich Telefonnummer, Adresse und alles anderes. Wir sagen nur, wir sagen nur den Namen. Über die Zeitung erfahren die Leute das auch, über den Wochenspiegel. Aber ich glaube, wir rufen einfach an. Und wir rufen an und über den Wochenspiegel in Ostberg. Informieren wir die Leute auch genau. Wir können natürlich auch sagen, dass wir ganz oft angerufen haben. Wir haben den Zahlenträger drin und kriegen die Preise. Das können wir auch machen. Da sind nämlich gute Preise dabei. Das ist, schneiden wir das raus? Ach nee, wir sind live. War blöd jetzt an der Stelle. So, los. So, der erste Preis geht an Marti. Marie oder Marti? Marie. Marie Schnaditz. Schnaditz. Ja. Unter 0,1 Spaß. Und so, das gibt's, der erste das Preis gibt's, ist ein Griechengutschein für Sie. Ein Gutschein. Ach, guck mal, das kann man auch besser nicht. Ja, ich hab jetzt. Für Marie. Wir hätten wirklich mal eine Probe mit dir machen sollen. Oder sie hätte mal einen trinken sollen dann. Dann besser ist heute kein. Nein, heute nicht. Ja. So, der erste Gutschein. Vielleicht sollten wir wirklich einen Gutschein trinken. Da wird Mama ein bisschen entspannt. Nee, besser nicht heute. Wie gehört es zum harten Sonntag? Ich hatte einen harten Sonntag. Bei dir. Da tue ich hier vorne hin. So, oh, hier mit direkt ausgedruckt sogar. Müller Cornelia, auch bekannt unter Uschi, steht hier. Aus Bad Düben, direkt aus Bad Düben. Also das heißt, Uschi, du kannst direkt hier rüberlaufen. Genau. Kannst dich hier voll laufen lassen. Hier ist dein Gutschein. Uschi Müller, das ist auch dein Name. Uschi. Ey, willst du auch mal ziehen? Das ist hier nicht heißt, oh, die Müllern. Ich zieh noch einmal, ja. Ich habe mir gerade überlegt, wenn wir können eine kurze Pause machen, dann gibst du mir einen kleinen Zettel, ich schreibe meinen Namen drauf und dann tue ich so, als ob ich das ziehe, lass den Zettel so hier unten rutschen und wenn es dann um die Reife geht, ach hier, siehst du? Ja, ich muss jetzt lachen, guck mal, wer das ist. Ich sehe das jetzt nicht. Uwe und Jacqueline Riedel. Kommen die öfters hierher? Ja. Ah, super! Nee, dann passt das ja. Also Uwe? Uwe, alles Gute noch! Genau, Uwe, Jacqui. Hatte der Geburtstag? Nee. Ja, meine Frau hatte Geburtstag, deswegen passt das. So, da kann ich das nächste Mal, wenn ich komme, direkt einen ausgeben. Ja, du hast das letzte Mal gesehen, das waren die zwei, die hier saßen. Wo du Foto gemacht hast. Ah, alles klar. Ja. So, was haben wir jetzt für Preise? Jetzt haben wir hier. Ja, jetzt kommt die. Ah, guck mal hier, die Genusshaltestelle. Da haben wir aber auch die. Das ist aber auch immer schön bei so einer Live-Sendung, wenn auch das Fernsehen. Das geht nur um dich. Da haben wir eine Frechheit. Genusshaltestelle aus. Warte, wo haben wir's? Donau. Wo ist das denn? Gleich nebenan. Turnau. Ich kenne nur Torgau. Aber geh vergessen. Turnau. Und da kommst du auch schon direkt selber. Elke. Da komm ich direkt selber. Nein. Oh, das ist guck mal. Ich habe ganz leckere Sachen mitgebracht. Erdbeeren haben wir schon. Erdbeeren. Wir haben schon Erdbeeren. Kann ich das einfach mal lassen? Ja. Das sind die ganz tollen Luther-Erdbeeren. Die seid ihr heute bei uns im Laden. Luther. Die heißen Luther-Erdbeeren. Wie, der, genau. Wie hier Luther. Wie der Luther. Wie der Martin Luther. Warte, probier. So, guck mal. Und da ich also ganz viele tolle Sachen in meinem Laden habe aus der Region, oh, lecker. Sind die natürlich aus Wittenberg. Auch die Tomaten hier, musst du probieren. Blitzer, du kannst es essen. Tomaten probieren. Lecker. Man muss dazu sagen, Tomaten. Ich bin heute hierher gekommen und dachte, oh, schönes Gyros, da haben die montags zu. Super. So, dann hatte ich gemacht, schaut mal. Möhrenmarmelade. Habe ich selber gemacht. Möhrenmarmelade. Eine Möhrenmarmelade. Ganz gelb. Nee, ganz orange. Ganz orange. Guck mal hier. So lecker aus. Guck mal, ist das andere? Das ist eine Bratapfelmarmelade. Bratapfel. Einfach mal naschen. Riecht ein bisschen wie Weihnachten. Riecht wie Weihnachten, genau. Ist ja nichts Süßes, aber Bratapfel geht schon wieder. Ganz was Tolles habe ich auch mitgebracht. Bei mir im Laden gibt es Bio-Schafskäse. Guck mal, dass du nicht denkst, wo guckt die Alte immer hin? Das ist, darf ich vorstellen, Hashtag. Hashtag freut sich und isst auch total gerne Lust. Schafskäse. Ich habe es selber gemacht? Nein. Aber das macht eine ganz tolle Manufaktur in Prado, eine Familienmanufaktur. Okay. Willst du mal arbeiten? Ich weiß echt mal. Was. Jetzt, wir können jetzt probieren, wir können jetzt essen. Dürfen wir jetzt? Ja. Wir haben nämlich Kohldampf. Na dann los, Schafskäse. Nein, das ist. Du willst Wildwurst im Glas. Mhm. Ganz lecker. Dann habe ich ja meinen selbstgemachten Aufstrich mitgebracht. Gianni, willst du den mal probieren? Ja, unbedingt. Den da? Das ist mit Gemüse und Kräuterbutter und Käse. Schön beim Grillen oder einfach als Pesto. Du hast gesagt, mit dem Apfel ist auch immer speziell. Den Apfel, ja, das ist auch ein besonderer Apfel, der kommt aus der Region, aus Jessen. Und das ist eine ganz alte Sorte, das heißt Leland. Und diese alten Sorten die kriegt man in diesen alte Häuser, alte Männer, alte Autos. Normalen Geschäften, genau. Die, ich sag jetzt mal Aldi, Penny, Schiebe, gibt es die nicht mehr. Deswegen habe ich die einfach mal zum Probieren mitgebracht.
ein süß-saurer Apfel. Da einfach mal reinbeißen und naschen. Die haben schon. Das gibt alles in meinem Laden. Bitte, wie bitte, Pink Lady Apfel. Ich liebe ja Pink Lady Äpfel. Die sind aber nicht regional. Aber Apfel. Ne, doch. In meinem Laden gibt es nur regionale Äpfel. Ja. Regionale Sachen gibt es bei mir. Also wir werden sehen, wir hier probieren. Ja. Super. Apropos regional, regionale Zuschauer, wir sind jetzt bei den 50 angekommen. Wow. Super. Perfekt. Wir essen mal nebenbei. Also wir haben hier Elke aus Turnau. Sehr schön. Turgau ohne G praktisch. Darum ich da komme. Gibt es einen 20-Euro-Gutschein? Die Genusshaltestelle, die wirklich alles selber macht? Na, alles nicht. Vieles, aber ich habe eben, in meinem Laden gibt es alle Grundnahrungsmittel, die aus der Region kommen. Ich habe regionale kleine Hersteller. Also Gyros und Tzatziki kriegen wir nicht bei der Helge. Nein, Tzatziki kriegst du nicht bei mir. So, und dann haben wir hier Steffi, Lebe, Kebe, Lebe, Lebe. Ja, nee. Steffi, du kriegst den ersten Lebe, ja. Genusshaltestelle-Gutschein. Lebe ist das. Schreibst du das drauf? Ich hab das, ich tue das hier mit ein. Ich esse mal weiter. Also du bringst dein Scheiß mit und isst doch deinen Scheiß selber, oder? Ja. Das heißt ja, das heißt, dann muss es gut sein. Dann muss es gut sein, das ist gut. Okay, was auf jeden Fall? Ich würde probieren. Nein, ich habe kein Uso von der Kriege. Ziehst du jetzt einfach dabei, ich setze hier nochmal rein. Aber Uso kriegst du schon nochmal holen, oder? Ich hab dir da einen Mimus. Ja, einen. Guck mal. Kriegst du den kleinen mit? Ja. Siehst du? Elke. Guck mal, da bringe ich euch zwei Usos. Aber die Bratapfelmarmelade probiere ich jetzt. Bratapfelmarmelade. Das heißt, du machst Bratäpfel, ganz normal, und dann daraus Marmelade. Also ich habe mir gedacht, machst du da Nüsse rein und Süßen rein. Ja. Sebastian Magner. Ja. Aua, Schwartüben. Der kriegt auch nochmal einen. Basti, Genusshaltestelle, 20 Euro. Bratapfelmarmelade. Luther-Tomaten. Und Luther, die Tomaten sind mega lecker. Sie das auch? Ja. Alles lecker. So, jetzt fahre ich noch einen. Ich bleibe mal heute anständig. Warum? Weil wann das denn, bitteschön? Der Donnerstag mit Belly hat mir gereicht, letzte Woche. Da war ich nicht hier. Na, du warst nicht hier. Dein Geist war hier und ich war hier. Mit dir. So, was haben wir noch nie gegessen? Oh, hier mein Aufstrich. Den mache ich selber. Was ist das? Gemüse. Drin? Gemüse, Kräuterbutter und Käse. Guck mal, die Pinkabscheibe. Und sie selber. Na, du warst es für uns gelassen. Na, ist? Ich esse das Wild. Das Wild. Hast du schon mal probiert? Wildwurst. Das Wildwurst, die ist sehr lecker. Die hat mir. Das war die aus dem Glas, oder? Komm her. Die ist nämlich Sternewurst. Oh, Janni, bring den Kameramann auch mal eins. Ich wollte gerade nur eins. Komm, nenn die mal. Ja, erstmal ich ein. Geh mal rum. Martin, pass auf. Martin kennt ja meine Sachen von zu Hause. Ja, wenn du die das schon mal selber mitbringst, ne? Also ich komme ja auch aus einer Fleischerei und wir machen ja auch Wurst selber, aber irgendwann bist du das dann so satt, dass du einfach mal in den Konsum gehst und mal die Chemiewurst essen musst. Genau. Und wir haben ja noch jemanden. Ja, aber die Leute wissen ja gar nicht, wo sie jetzt hinlaufen. Auch das Gabel aus. Läuft die Alte erstmal aus dem Bild. Das ist auch nicht das erste Mal. So. Nani? Danke. Das schmeckt immer nicht. Super lecker. Aber ja, noch einen haben wir. Einen haben wir noch? Ich esse nur noch Marmelade. Essen und trinken live, das liebe ich total. Essen, trinken, arbeiten. So, mal auf. Extra großer Zettel. Da war wieder einer geschrieben wie ein Vollpfosten, wirklich. Familie Setzinger? Ah, aus der langen Straße. Aus Bad Düben bestimmt, oder? Mhm, ja, lange Straße. Super. 0171 Bad. Super, die sind auch super. So, was haben wir jetzt? Was gibt's da als nächstes? Nimmst du das? Lass uns was da. Ihr esst mal nach, aber. Nee, wir können mal schön den Essen machen. Entschuldigung. Du haust mir dein eigenes Essen wieder ab. Das ist ja aber nicht besser. Komm einmal beißen und rein. So. So, jetzt kommen die Gutscheine von Antje, glaube ich, ne? Hm? Ist Antje so. Da? Nee, nee. Antje, die ist nicht da, die kommt. Das ist nicht von Antje. Das ist nicht von Antje. Achso. Ist das denn von Antje? Oder? Oder wieso doch? Doch, doch, doch. Doch, das sind von Antje. Ein Verwöhngutschein. Genau. Kann sich jetzt jeder drunter vorstellen, was er auch will? Lass mir das so.
Entschuldigung. Oh Gott, was hast du damit gemeint? So. 30 Euro verwöhnen, gut sein. Pflege unten wie auch oben rum. Ihr dürft euch raussuchen. Siehst du oder soll ich mal alle? Ja, immer. Ich hab schon eine Summe. Ich zieh mal so einen grünen Zettel. So, den ersten Gutschein hat Christian Klubsch aus Lübnitz. Super. Da, tu einmal gut da rein. Spiel da rein. So, zweimal noch ein. Geld. Guck mal, Geld. Meine Adresse: Katrin Richter. Auch aus Lübnitz. Super. Oh, fein geschrieben, Katrin, wie in der Schule. Vorne mal. Nein, ist doch keiner. Vielleicht ist Katrin Single und hat jetzt dadurch einen Mann des Lebens kennengelernt. Verstehst du? Aber die Telefonnummer muss eingeblendet haben. Ah, wenn sie keinen Mann hat. Dann tut mir leid. So. Aus Bad Schmiedeberg, Marcel Wiemann. Auch ein Kosmetikgutschein für deine Freundin oder für dich? Oder für dich. Mal schön untenrum mit dem Epilierer durchgehen. Aber wir haben Kinder an Bord, ja, ja. Na logisch, das gucken auch Kinder. Genau. So, und das haben wir jetzt. Was ist das? Jetzt haben wir die. Oh, das ist eigentlich geil. Ja, nee, das wolltest du eigentlich behalten, ne? Nee, das ist das noch nicht. Wir haben jetzt erstmal Räderwechsel. Ach, Räderwechsel? Ja, okay. Aber die Pro. Scheiße mache ich selber zu Hause. Echt? Klar. Also, mein Vater. Also einmal Räderwechsel, Sommersaison 2022. Da frage ich mich, wer hat jetzt noch Winterreifen drauf? Ich? alle, perfekt. Alle! Also, ihr habt alle noch Winterreifen, echt? Ja. Ich dachte, ich bin der einzige Idiot, der das wieder vergessen hat. Ich krieg morgen mein neues Auto mit Sommerreifen geliefert. Okay, pass auf, aus dem Heidespa, hier jemand, pass auf. Löblitz Elke Schröder. Kennst du? Ohne Brille, Mensch. Elke, schön. Ach, schön. Elke, du kannst, ich hoffe, wenn du natürlich jetzt kein Auto Oktober hast. Oktober dann. Lern einen Mann kennen. Super. Mit Auto und dann klären wir das. Der war auch nicht weg. Was haben wir jetzt? Noch einen. Noch einen? Ja, wir haben drei Stück sogar. Wieso behalten wir den nämlich dann nicht selber mit? Ja, ne? Machen wir uns nicht dreckig. Ach, guck mal, hier hat jemand Herzen drauf gelegt. Mein Hund hat direkt gerade den Vorgarten gefüllt. Oder eher den Wintergarten hier. Da weißt du, was du danach zu tun hast. Ja, kannst du wieder putzen. Okay, Thilo Kanzler. Kanzler. Auch aus Bad Düben. Schön. Der wohnt am Friedhof, steht hier. War's das? Nein, noch ein. Noch eins. Mann. Aber ihr habt euch gar nicht. Wir machten das Autohaus Trotsch. Habt ihr das schon? Trotsch, nee, das haben wir natürlich gar nicht gesagt. Autohaus Trotsch. 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 Also, hier Bad Düben. In Delitzsch. In Delitzsch. David Hildebrand. Ich glaube, David hat ein Auto. Super. Also, vielen lieben Dank an Firma Autohaus Treutsch. Aus Delitzsch. Aus Delitzsch. Alles Delitzsch. Klar. Jetzt was haben wir jetzt? Ronny Seins. Du das? Komm her, Ronny. Ja, das musst du mal erklären. Was genau. Ich fand das ganz interessant. Gutschein Bildung mit Service UG. Bildung mit Service. Genau. Was denn für ein Service? Schauen, Leute. Ah, damit. Dann lasse ich dich jetzt mal eine halbe Stunde allein. Nein, das ist ein Gutschein für ein Coaching im Berufsbereich, Bewerbungsbereich oder eben, wenn man sich beruflich verändern will. Also praktisch, man bereitet sich bei euch auf eine Ausbildung, also auf ein Bewerbungsgespräch. Zum Beispiel. Okay. Unterlagen, ein Bewerbungsvideo. Wie macht man alles fertig? Wie präsentiert man sich selber? Oder wenn jemand nicht weiß, was er machen will, kann man ihn auch coachen und sagt, ich möchte. Du, ich bin auch unsicher, was ich jetzt demnächst mache. Ich möchte auch einen Job wechseln, vielleicht würdest du mir dabei helfen. Das ist auch ein Mittel gegen Nicht-Bildungsresistenz. Nicht-Bildungsresistenz? Ja. Das ist jetzt. Wir machen kurz einen Cut, wir machen eine kleine Werbepause. Ich werde kurz mal drüber sprechen. Dankeschön, schön, dass du eingeschaltet hast. Komm jetzt mit. Irgendwie nicht der Erste, der mir das sagt. Ich habe es nicht gemeint. Für viele Sachen resistent. So, pass auf, da wühle ich extra, was der Berater nochmal richtig. So. Wir haben hier Daniela Schmidt.
ist gut. Daniela Schmidt? Das merkst du schon am Namen. Ja. Oh, Daniela, man muss was verändern in deinem Leben. Daniela, du hast hier deinen Gutschein, um dein Leben zu verändern, mit diesem jungen Herrn an meiner Seite. Er wollte es mit mir nicht probieren, vielleicht hast du Glück. Dankeschön! Jetzt geht raus. Wer ist zu gebildet für uns? Assistent! Na, Ronny. Unser Ronny aus Delitzsch war das. Ja. So. Yes. Ronny, wir unterhalten uns noch. Vielleicht. Bleib schön da. So, was haben wir jetzt? Jetzt kommt das Beste. Mit das Beste. DTM. Zwei Plätze mit VIP sogar. Tribüne, Hauptbühne oben. Am Lausitzring, Freitag bis Sonntag, also praktisch das ganze Wochenende. Und da kommt nicht der Kameramann auch noch ins Bild? Martin, das ist übrigens unser Kameramann, Lichtmann, Tonmann, Mädchen für alles, auch unten rum, habe ich gehört. Nicht so laut, das mag meine Frau nicht, wenn das alle wissen. Ich dachte, du bist getrennt. Hast du vorhin eine Telefonnummer zugestellt? Ja, aber so, also erzähl mal was dazu, was kann man da machen? Ja genau, und zwar wir bei der Extravaganz, wir kümmern uns ja vor allen Dingen so um das Vermitteln von Fahrzeugen und sowas, alle möglichen Autos. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du brauchst ein neues Auto. Brauche ich, aber wenn ich die Spritpreise sehe, könnte mich alle am Arsch lecken. Wenn ich da brauche, dann brauche ich keinen Mann, der meine Taschen finanziert, sondern der das finanziert, wie ich von A nach B komme. Wirklich. Ohne Mist. Das ist echt, aber wir wollen nicht über Preise. Also ein Hybrid. Bevor ich ein Elektroauto mir zulege, da muss ganz viel passieren. Da muss der Sprit in Zehner kosten. Ja, und also was machen wir? Wir machen vermittelt von Fahrzeugen. Das kann sein, du sagst, ich will jetzt das erste Auto für meine Tochter. Ich habe ein Budget von 10.000 Euro, aber ich habe keine Ahnung. Organisier mir was. Bis hin zu, ich habe hier eine Viertelmillion, ich will Sachwertanlagen, besorgen wir bitte den und den Ferrari. Das macht ihr alles. Genau. Und an dem Wochenende, was ist das direkt dann? Genau, weil wir halt einfach nicht nur Autofans, sondern Motorsportfans sind. Die DTM, Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, hier am Lausitzring in der Nähe vom wunderschönen Senftenberger See. Da kommen wir nämlich, also mein Geschäftsführer und ich nehme mich dort her. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch geil, ein komplettes Wochenende mit Zutritt zum Paddock und zum Pitwalk und so weiter. Freies Training, Qualifying, das Rennen. Vielleicht komme ich da auch, ich mache dann so eine Nummer, Girl. Ich weiß nicht, ob sie das überall abgeschafft haben. Alles, was Spaß macht, hat überall abgeschafft, wirklich. Aber ich glaube, die man kann ja noch Nummer Boys machen, damit es ausgeglichen ist. Ja, das wäre eine Idee, Martin. Also, nee, also nicht ich. Achso, du bist ja verheiratet. Ich glaube, auch Nummer Girls dürfen verheiratet sein. Achso. Dürfen Nummer Girls verheiratet sein? Ist doch egal. Grund, aber kein Hindernis an der Stelle. Nein, also ein ganzes Wochenende, es geht wirklich von Freitag bis Sonntag. Genau. Da könnt ihr euch das alles angucken, könnt die Nummer Girls anfassen, wie gesagt, ich bin vielleicht da. Ja, das ist aber jetzt nicht ein Ticket dabei, da müsst ihr euch dann selber drum kümmern. Ach, bei Nummer Girls anfassen? Ja. Oder ja, für alles können wir leider nicht sorgen. Ja? Also praktisch. Ich ziehe, nee, komm, dann kannst du jetzt mal ziehen. Genau, wir ziehen jetzt einen raus und der hat dann nämlich das Glück, dass er... Zwei Karten gewinnt. Also kann er sein Partner, seine Frau, Freundin. DTM Lausitzring im Mai. Der Ton ist weg. Entschuldigung, dass ich dich nerve, aber wir haben keinen Ton. Ich rufe gerade jemand an, gibt keinen Ton. Das wir kann nicht sein. Mehr. Du musst deinen Fernseher lauter machen. Dann machen wir mit Zeichensprache jetzt. Ja. Vielleicht mein Handy, Insta. Hier hört man alles. Also vielleicht nur sein Ton leise. Siehst du das, ob der Ton geht? Klar. Ja, lieber Gott, ja, ich sehe das. Also, mein Handy ist da. Vielleicht mein Handy soll bei alter Frau gucken, ob das geht. Wo ist mein Handy? Haben wir Ton, Manni? Also, ich bin hier auf YouTube gerade, ich gucke es mir gerade selber an. Ja. Und? Ich höre Ton. Dann kommt, dann machen wir einfach weiter. Komm mal bei Insta. Ey, ja, nicht bei Insta, was soll ich so? Martin, wir machen jetzt einfach weiter, sonst denken die Leute, wir haben einander Bock. Genau, müssen Fernseher lauter machen. Mach doch einen Fernseher lauter. Oder, ihr geht auf den YouTube-Kanal von der Extravaganz, da läuft das nämlich auch und da läuft das richtig. Aber wir rufen euch ja sowieso an, also von daher ist es auch. Wir haben den Herr oder Frau Böttge. Böttge. Also wirklich auch keinen Vornamen. Das sind ja so die Sachen, da könnte ich sagen, nee, du bist raus. Kein Vornamen, keine Adresse, kein nichts. Aber nicht Telefonnummer. Nicht mal Herr oder Frau. Also hier hatte echt jemand gar keinen Bock mitzumachen.
Das sagst du, also normalerweise, du jetzt haben willst, oder? Wenn das meine Erfahrungsstelle wäre, würde ich sagen, ich schmeiß es weg und ziehe nochmal. Also wenn wir sowas das nächste Mal machen, möchte ich im vollen Namen eine Adresse und nicht hier, leckt mich am Arsch. Okay? Es gibt trotzdem die Gutscheine, aber das ist dann auch das erste und letzte Mal gewesen. Das hat man nämlich letztes Jahr schon. Und wenn ich keinen Bock habe mitzumachen, weißt du, dann schreibe ich auch nur Müller. Okay. So, was haben wir jetzt? So, jetzt ist eigentlich... Jetzt, du gehst wieder arbeiten? Ja, jetzt kommt Trommelwirbel, der Hauptpreis. Der Hauptpreis? Der Papa! Papa. Und es ist bei Taka. Und jetzt sagt ihr, der Hauptpreis bin ich und ihr bringt mich sowieso nach der Schule wieder zurück. Hauptpreis, ich würde sagen, das ist hier der Chef, oder? Hauptpreis ist eine Griechenlandreise. Wo direkt hin? Für zwei Personen. Janivo ist umbadet. Die Gumminitza. Naja, also man muss... Die Gumminitza! Prävisa. Da war ich selber schon. Ich muss dazu sagen, es ist für zwei Personen, aber die zweite Person bin halt, wie gesagt, ich. Ist wie viele Tage? Sieben Tage. Sieben Tage? Ja. Spätestens wer mich jetzt gewinnt, bringt mich nach zwei Tagen zurück. Kann dann seinen Partner nachkommen lassen, weil nach zwei Tagen hast du sowieso schon mal sofort. Möchtest du das sehen? Oh, unbedingt. Unbedingt. Oh, ich freue mich. Oh, jetzt wirklich. Nicky Dice, guck weg. Bitte. Jetzt wehe, das bescheid mir nicht. Wenn jetzt wieder einer nur Müller geschrieben hat. Silke. Das ist. Silke! Ich zeige euch das mal. Das ist ein Zettel, wie ich es mag. Mit Herzen und Smileys. So macht man bei einer Tombola mit, okay? Die hat mir gestern gesagt. Silke. Also Silke. Silke, wir werden zusammen in Urlaub fahren. Zwei Tage nach dem zweiten Tag darf dein Partner oder deine Freundin gerne mitkommen, aber erstmal bin ich dran. Silke, Barber aus, kommen die von hier? Die kommt aus bei dem, die war gestern Abend hier. Und hat das gestern erst rein? Nein, das ist schon länger. Aber gestern haben wir noch darüber geredet. Silke, ich gratuliere dir. Ich komme jede Woche hierher essen, wirklich. Ich verschwende mein komplettes Geld und hoffe, dass ich irgendwann mal was gewinne. Und ich stehe halt nur vor der Kamera. Also Silke, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht trinken wir irgendwann mal ein Uso hier, ich halte auch deinen Namen. Aber das sind die Zettel, die Tombola-Zettel, die ich dir liebe. Mit Herzen, mit Smileys. Super. Einen wunderschönen Urlaub. Viel Spaß. Und wir sehen uns demnächst draußen im Freisitz, wenn es wieder richtig schön natürlich. Wird. Natürlich. Ich denke mal zur Ostern. Zu Ostern denke ich auch, dass wieder... Komm nach Bad Düben zum Griechen. Genau. Im Kurhaus, ich freue mich. Ich bin fast, also ich bin relativ oft hier, meistens einmal die Woche. Also wenn ihr ganz viel Glück habt, seht ihr mich. Könnt ihr auch mal ein Foto mit Melli machen. Und mit mir ein Uso trinken. Und ein Uso, weil Uso die liebt. Und vielleicht... Ja, liebt Uso! Vielleicht machen wir mal eine kleine Mallorca-Party, wenn ich Chef und Chefin überredet habe. Und dann geht's ja richtig gerne. Da holen wir nämlich das Kurhaus mal richtig auseinander. Das machen wir nicht. Also ihr Lieben, vielen Dank, schön, dass ihr da gemacht habt. Wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, zur nächsten Tombola. Bestimmt. Na klar. Und dann bleibt gesund. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Auto. Menschen. Einfach Spaß. Hauptsache, da ist viel Fleisch drauf. Ja, wie ein Kind freust du dich darauf, dass du es dir fahren willst. Das ist halt das, was ich mache. Willkommen auf dem Kanal der Extravaganz.